Eine Information, die viele noch nicht wissen, leider, obwohl das schon seit sehr langer Zeit in WoW der Fall ist, ist, dass Item-Qualitätsstufen keinerlei Aussage mehr haben. Früher war es so, dass wenn man ein grünes Item hatte und ein blaues Item bekommen hat, das mehr Stats hatte. Mehr Stärke drauf und generell bessere Effekte drauf. Das ist schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr der Fall. Die Farbe hat gar nichts mehr zu bedeuten, leider, warum auch immer das Blizzard so macht. Die Farbe müsst ihr in Zukunft ignorieren. Ich werde euch mal erklären jetzt, was Item Level bedeutet und welche Informationen in dieser Zahl drin stecken. Die ist nämlich viel wichtiger als die Farbe. Man muss verstehen, und da machen wir lieber erstmal ein Beispiel, dass ein Item Level, wir nehmen mal einfach eine fiktive Zahl, 100, damit man leichter rechnen kann. Item Level 100 bedeutet, dass du circa 50 Agi oder Stärke oder Int bekommst und dass du dann nochmal 50 Stats für Sekundärwerte bekommst. Die können unterschiedlich ausfallen. Es kann sein 25 Tempo und es kann sein 25 Meisterschaft. Zack, dann nimmt er die beiden zusammen, sind 50, nimmt er den auch nochmal, sind 100. Wie gesagt, das sind fiktive Werte, nur dass ihr wisst, wie es funktioniert. Wir können auch ein zweites Item machen. Das hat ungefähr auch wieder Item Level 100. Gibt dir dann 50 an Hauptstadt und dann aber diesmal an 30 Tempo und 20 Versatility. Right? Auch wieder summiert 100. Das Item Level gibt das dann immer an. Das funktioniert für alle Items immer so und immer gleich, bis auf ein paar Sachen, auf die wir gleich eingehen. Das muss man verstehen. Nimmt jetzt mal, pausiert das Video und nimmt jetzt zum Beispiel mal eure Handschuhe und eure Stiefel beispielsweise. Ihr seht zum Beispiel, hier haben wir einmal dieses Item. Das sind die Handschuhe. Und wir werden mal diese Handschuhe hier speichern, damit wir die separat aufrufen können. Und wir nehmen auch die normalen Schuhe. Auch die speichern wir uns, damit wir sie nebeneinander vergleichen können, weil zweimal Tooltips aufmachen ist ein bisschen Arsch. So, und ihr seht hier, wir haben 6,19er Handschuhe und wir haben 6,19er Schuhe. Und jetzt schaut mal, beide haben exakt denselben Wert. Agi, 2362, bei beiden exakt gleich. Diese Werte hier sind unterschiedlich, aber wenn ihr das plus das rechnet, kommt dasselbe raus, wie wenn ihr das plus das rechnet. Das bedeutet, dass das Item-Level hier eine Zahl ist, die sagt, wie viel Stats darf ein Item summiert haben. Und das ist egal, ob das Item grün ist oder blau ist. Oder grau. Die Farbe sagt nichts aus. Das Item-Level ist extrem wichtig. Das muss man erstmal verstehen. Die nächste Sache, die man verstehen muss, ist, dass es drei verschiedene Arten von Item-Qualitäten gibt auf euren Slots. Und zwar werde ich das mal ganz kurz hier aufschreiben. Der Kopf ist Tier A. Die Brust ist Tier A und die Beine sind Tier A. Was das bedeutet ist, die werden auf demselben Item-Level insgesamt mehr geben als alle anderen. Das sind deine drei stärksten Slots. Das werden wir vergleichen. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, Handschuhe, 2362 Agi und ca. 1300 Assets. Aber die Hose gibt 3149. Also, wenn ihr die Wahl habt zwischen einem höheren itemleveligen Handschuh und höher itemleveligen Hosen, dann sind Hosen meistens immer besser. Weil Hosen geben einfach mehr Stats. Aber, ich habe gesagt, es gibt ja auch noch die Brust und den Kopf. Bedeutet also, nach unserer Mathematik bis jetzt, der Kopf müsste auch 3149 Agi haben. Und auch circa 1830-40 Ad-Stats. Wir gucken. Bam. 3149 und auch ca. 1800 Ad-Stats. Bei der Brust auch. Bam. 3149 und auch ca. 1800 Ad-Stats.
Das sind eure Tier A. Das sind die größten und die meisten Upgrades, die man auf diesen Slots haben kann. Jetzt muss man einfach nur noch wissen, was ist Tier B. Oder man muss einfach nur wissen, was ist Tier C. Und die sind easy. Der Umhang und die Armschienen. Die geben verhältnismäßig weniger Stats. Also wenn man sich die beiden merken kann, Brust, Kopf und Hose, dann muss man sich einfach nur noch merken, den Umhang und die Armschienen sind scheiße. Und dann weiß man, der ganze Rest ist mittelmäßig. Das wären dann also einmal die hier, Tier B, das hier und das hier. Waffen und Schmuckstücke und Hälse sind davon erstmal von der Regel ausgenommen. Da gibt es sowieso keine Mainsets, zumindest auf den Trinkets. Waffen geben generell deutlich mehr, die sind extrem wichtig. Trinkets sind nochmal was ganz anderes. Es geht nur um die normalen Items, die man so anzieht, was meistens aus T-Set-Teilen besteht auch. Oder sogar das ganze Set zum T-Set-Piece gehört, was man in der Schmiede umschmelzen kann. Und jetzt habt ihr auch den Grund, warum, wenn man Items herstellen möchte, meistens immer auf Umhang oder auf Armschienen das herstellt. Denn selber für Mythic upgraden im Moment, zumindest in der Season 1, sind 639 Item Level. Das ist Mythic 6 von 6. Wenn man aber ein Item craftet, dann sind das nur 636. Das heißt, man verzichtet auf 3 Item Level. Wenn man auf 3 Item Level verzichten möchte, nicht so viel Stats bekommt, auf welchem Slot würde man das wollen? Natürlich nicht auf dem Kopf oder auf der Brust oder auf der Hose. Da tun 3 Item-Level richtig weh. Du verzichtest auf super viel. Aber auf Umhang und Armschienen tut es nicht so weh wie auf den anderen. Das ist der Grund, warum man das macht. Nicht immer, es gibt Unterschiede, warum man anders craftet. Beispielsweise, weil es die Embellishments gar nicht auf dem Slot gibt zum Beispiel. Oder weil irgendwelche Sonder-Items droppen. Und dann nicht, aber ansonsten fast immer auf den Slots. Und jetzt kommen wir auf Sonder-Items zu sprechen. Und zwar, Tertiär-Stats zählen nicht in den Container von dem Item-Level. Tertiär-Stats sind alles wie Geschwindigkeit und Unzerstörbarkeit und Life-Leech und Avoidance beispielsweise. Und jetzt kommt der krasse Effekt und die Diskussion, warum überhaupt dieses Video entstanden ist. Und zwar, warum tragen manchmal Monks 2 Einhänder und manchmal tragen Warrior zum Beispiel oder die meistens sind es eigentlich nur Monks. Ja, Monks ist eigentlich meistens immer der Fall, warum man 2x Einhänder trägt. Frostikas manchmal auch, 2x Einhänder oder 1x Zweihänder, das sind so die Klassen, die sich entscheiden müssen. Und das hängt immer davon ab, ob man eine Waffe hat mit noch einem Sondereffekt drauf. Manchmal haben Waffen von Endbossen so einen Zusatztext, wo drauf steht, diese Waffe, wenn du damit angreifst, hat eine Chance, 100 Feuerschaden dazu zu machen. Dieser Effekt ist nochmal drauf, auf der Waffe selber, ohne Punkte abzuziehen. Also eine Ressource, die dir geschenkt wird. Und immer wenn du sowas hast, ziehst du die Waffe an. Zum Beispiel haben wir aktuell sowas bei Einhandwaffen, deswegen ziehen wir 2x Einhänder an. Bei Fyrak zum Beispiel oder bei Rashok in Season 2 in Dragonflight hatte man eine gute Zweihandwaffe. Deswegen hat man als Monk beispielsweise eine Zweihandwaffe getragen. Alles hat mit dem Item-Level zu tun und wie viel ein Item-Level dir insgesamt geben kann. Und bei Zusatzeffekten sind die nun mal on top oben drauf. Geht mal ins Auktionshaus, vergleicht mal die Items miteinander, rechnet mal nach und ihr werdet in Zukunft Item-Level als was ganz Neues sehen, das euch bei der Entscheidung, welche Items wertvoll sein könnten, auf jeden Fall immer in Zukunft helfen wird. Nicht vergessen, destotrotz müsst ihr immer simmen bei einem Item, um wirklich den Wert festzustellen, ob ihr es anziehen sollt oder nicht. Meistens kann man nackt nach Item-Level gehen und das höchste anziehen, das wird fast immer richtig sein. Aber wenn man halt mehrere Items auf demselben Item-Level hat, dann sollte man das immer simmen. Das Sim-Video werden wir euch auch unten verlinken. Das sind 16 Minuten, extrem wichtige Informationen, zieht es euch auf jeden Fall rein. Ansonsten einfach bei uns in den Twitch-Channel kommen und Fragen stellen. Wir sind fast täglich online.